Hallo Leute, weiter geht's bei Haunting Grounds. Im letzten Part haben wir die Prima Materia zu Schwefelerz extrahieren lassen. Und nun möchten wir dieses Schwefelerz gerne reinigen. Mal sehen, ob daraus was wird. Oh mein Gott, es hat sich tatsächlich verwandelt. Silbererz. Okay. Das wollen wir uns natürlich noch gemeinsam ansehen. Hier, Silbererz. Silbererz aus Veredelung von Schwefelerz. Funktioniert das wirklich? Ganz im Ernst, ich weiß nicht. Funktioniert das wirklich? Ja, jetzt habe ich ein Problem. Das ist nur Silbererz. Wir haben gelesen, dass aus dem gelben Zeug, also vermutlich dem Schwefel, Platinum entsteht. Also nehme ich an, ich brauche jetzt noch nicht den Synthesizer, sondern den Umwandler. Bin ich jetzt aber natürlich wieder nicht ganz sicher. Komm mit, Huey. Nehmen wir mal... Oh, ihr könnt hier speichern. Oh, Göttlichkeit. Super. Westalkovenhaus. Ja, ja, ist schon gut. Komm, 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 Huey, komm, komm, Huey, komm. Ne, das war eine Sackgasse, oder? Wo ich jetzt hier hingehe. Oder was? Bin ich mir jetzt nicht... Ne, es war definitiv keine Sackgasse. Aber hier drin haben wir alles kaputt gemacht, glaube ich, oder? Komm mit, Huey, bitte schnell. Wir müssen jetzt die dritte Maschine finden. Come on. Müsste theoretisch die in diesem einzelnen Raum sein. Ich komme da am besten jetzt hin. Hm, so nicht auf jeden Fall. So nicht auf jeden Fall. Ein Synthesizer weiß ich genau, wo der ist. Ah doch, ich glaube, ich weiß sogar, wie ich da hinkomme. Zum Umwandler müsste das sein. Ja, ich will es jetzt gerne beim ersten Mal richtig machen. Aber so wie ich mich kenne, wird das eher nichts werden. Ja, Fiona, du hast ein paar schöne Stiefel gekriegt und ein paar schöne Ohrringe. Bist du mir nicht dankbar? Doch bist du, ich weiß es. Und ich bin auch froh, dass ich dir das Ganze besorgen konnte. So, verschwinden wir wieder von hier. Huey. Komm, Huey. Ich brauche dich. Hier runter, ja. Lass mich überlegen. Nee, nicht hier. Oder doch. Doch, ich glaube, das ist gar nicht so dumm hier. Ich habe doch keine Ahnung. Ich versuche euch hier was zu erklären, aber... Ich habe doch selber keine Ahnung. Aber Ricardo lässt uns... eigentlich sehr in Ruhe, muss ich sagen. Bisher. So, wir speichern nochmal. Ich sag, wir speichern nochmal. Zack. Und zack. Ja, nur für den Fall der Fälle. Wie gesagt, es gibt Spiele, da bin ich ein bisschen paranoid. Besonders bei diesem hier. Muss man ja paranoid werden. Weil immer ist irgend so ein Typ hinter einem her. Immer. Okay, okay, okay. Jetzt müssen wir hier nach hinten. Komm mit, Huey, bitte. Und Ricardo sei bitte nicht hier, okay? Überall aber nicht hier. So, du bist jetzt der Umwandler, ja. Ich versuch's einfach. Silbererz, zack, rein damit. Na? Hä? Immer noch Silber... Was? Immer noch Silbererz. Krieg ich jetzt halt doch erst zum Synthesizer. Vielleicht brauchen diese Maschine gar nicht. Beim Synthesizer stand doch von wegen, wer jetzt das Weiße irgendwie nicht verlieren möchte oder so, der soll den Prozess beenden. Irgendwie so. Ja, versuch mir den Synthesizer. Viel mehr bleibt uns ja nicht übrig. Wir nehmen bestimmt den unständlichsten Weg, den es gibt. Aber es ist mir egal.
Hier weiß ich wenigstens, wo ich bin. Wobei, der Weg war gar nicht so schlecht. Ich bin jetzt hier natürlich meilenweit durch dieses Schloss geirrt für nichts und wieder nichts. Aber es macht nichts. Doch, es macht was. Denn wenn ich es jetzt verkacke, ja? Ja, ich denke nicht, dass ich es verkacke. Ich bin eigentlich fast sicher, dass jetzt der Synthesizer kommen muss. Ja, was anderes gibt es ja nicht. Außer ich muss eine Maschine zweimal verwenden, aber das kann ich mir irgendwie auch nicht so richtig vorstellen. Sollte ich jetzt hier nochmal speichern? Ne, ich lasse es mal. Für den Fall, dass ich falsch liege, wisst ihr? Ja, Fiona, ich weiß, du kannst fast nicht mehr. Aber du musst. So, Synthesizer. Und ab damit. Hat sich geändert. Weißer Gottesstein. Oh, super. Glattes, milchweißes Material, entstanden durch Veredeln von Silbererz. Ja, soll ich jetzt umwandeln oder nicht? Das ist jetzt natürlich die Frage. Huey. Huey, was hast du? Ich lob dich nochmal. Good boy. Ja, guter Junge. Huey. Kommst du mit, Huey? Ja, kommst du. Ja, ich werde jetzt hier nochmal speichern, ja. Und dann werde ich, glaube ich, versuchen, diesen Stein hier zu verwenden, bevor ich überhaupt auf die Idee komme, irgendwas kaputt zu machen. Indem ich diesen Gottesstein, ja, zum Umwandler bringe. Weil uns wurde ja nicht gesagt, dass der Gottesstein weiß sein muss, versteht ihr? Mit anderen Worten, eventuell, ja, ist egal, wenn dieses Weiß besudelt wird. So wie sie es genannt haben. Okay, Fiona, warte halt kurz. Sie kann echt nicht mehr. Huey legt sich auch hin. Huey, kann ich dir nicht irgendwas geben? Irgendwas? Ich glaube, das war's doch, oder? Ich gebe ihm das mal. Ah, das muss er gar nicht... Was? Ah, nee, das war für Fiona. Shit. Shit, 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 shit. Ich gebe ihm das hier. Das müsste ein klein wenig, ja, von der Ausdauer wieder regenerieren von Huey. Okay, Huey. Wir gehen. Lala, weiß ich wohin? Nee, irgendwie nicht. Als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, echt, da habe ich wirklich... Ich weiß nicht, irgendwie habe ich auf die Texte gar nicht geachtet oder... ich habe ihnen zu wenig Beachtung geschenkt, irgendwie so. Auf jeden Fall habe ich das mindestens 4-mal gemacht, glaube ich. Ja, immer falsch natürlich. Das war ein bisschen scheiße. Hier weiter. Huey, bitte. Oh, Kamera macht nicht so einen Quatsch. Huey, komm. Bitte. Da bist du. Da bist du. Wir gehen hier entlang. Ricardo, bleib einfach noch weg, okay? Bleib einfach noch weg. Huey, komm. Come on. Danke, Huey. Lalalala. Wäre jetzt schön, wenn ich das wirklich in diesem Part abschließen könnte. Und ich bin jetzt diesen Weg schon so oft gelaufen, man sollte meinen, ich kenne jetzt diesen Abschnitt des Schlosses in- und auswendig. Aber soll ich euch was, sagen? Nicht im geringsten. Nicht im geringsten. Nicht da hoch, sondern... Ja, hier möchte ich zuerst hin, genau. Wir wollen zuerst den weißen Gottesstein ausprobieren. Nicht, dass ich da jetzt was kaputt mache. Come on. Komm mit, Huey. So. Statue, hättest du gerne den weißen Gottesstein? Wo ist der denn? Da. Tatsächlich. Dann habe ich aber eine Idee. Shit, ich hätte zuerst speichern sollen. Geht jetzt die Tür auf? Tatsächlich. Oh, tatsächlich. Okay, dann habe ich eine Idee.
Ricardo, bleib jetzt einfach weg von mir, okay? Kann ich? Ich kann das nicht mehr verwenden, aber wer weiß. Ja klar, nehm ihn wieder mit, Fiona. Na klar. Denn, wie gesagt, ich habe jetzt eine tolle, tolle Idee. Ja, wir speichern aber zuerst mal noch. Nicht, dass etwas passiert. Denn ich habe jetzt vor, mit diesem Gottesstein, den wir eigentlich nicht mehr benötigen, den noch umzuwandeln. Versteht ihr? Das könnte eventuell sogar was werden. Das ist sogar der richtige Weg. Perfekt. Huey, ich weiß nicht, wo du bist. Ja, Huey ist auf dem Weg. Ich hör's. So. Oh, perfekt. Ricardo ist nicht hier. So, und den weißen Gottesstein hier umwandeln. Ich bin gespannt. Oh mein Gott, das hat sich tatsächlich verwandelt. In was denn? Roter... Was? Geschaffen durch Ver... Kermasinroter Stein. Okay. Ja, shit. Kann ich den jetzt vielleicht auch in die Schale legen und dann passiert irgendwas anderes? Das wäre jetzt interessant. Huey, komm. Lass den Typen in Ruhe. Ich dachte, ich bekomme jetzt irgendwie ein Item oder sowas. Zuerst speichern. Nicht, dass der Stein dann irgendwie, ich weiß nicht, kaputt geht und Ricardo kommt und tötet mich. Ja, das wäre ein bisschen fatal. Aber ich finde es gut, dass wir dieses Umwandel-Zeugsbums hier mit diesem Prima Materia-Ding gemacht haben. Geheimnisvoll, bla bla blups. Und benutzen. Shit, kann sie nicht gebrauchen. Okay. Dann hat nicht. Huey, komm. Wir gehen. Wohin? Keine Ahnung. Holy fuck. Huey, wo bist du? Bitte komm. Huey, bitte komm. Bitte, bitte, bitte komm mit Huey. Wo zum Teufel sind wir? Mein Gott, ist das groß. Da unten steht einer. Ist hier oben vielleicht noch irgendetwas? Nee, ich sehe auch kein Item. Aber Huey, vielleicht findest du hier ja was. Such mal. Nicht wieder da reingehen, Huey. Nein, 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 Huey. Nichts gefunden? Das macht doch nichts, mein Junge. Mach gar nichts. Okay, wir verschwinden. Warum will ich bei dem hier runter? Ich weiß es nicht. Macht man im Normalfall nicht und deswegen dachte ich, es wäre eine kluge Idee, aber... Ja, ja, komm, Huey. Bringt irgendwie nichts. Ist hier rechts noch was? Nee. Was hast du, Huey? Good boy. Hier entlang, okay. Ich bin immerhin schon mal draußen aus diesem Krankenschloss. Oh Gott, ein Wald. Das würde mir irgendwie nicht so ganz gefallen. Da steht was. Hey, was ist das? Ja, lies es doch. Karte des Waldes? Oh mein Gott. Chaoswald, na klasse. Okay, der Wald sieht komisch aus. Seht euch das an. Tolle Karte, nicht wahr? Wisst ihr was, diesen Wald möchte ich mir jetzt nicht mehr antun. Ich weiß, es ist lame vielleicht von mir, aber ich werde jetzt nochmal zurückgehen und speichern. Und dann im nächsten Part in aller Frische. Ne? Ihr wisst schon. Diesen Chaoswald betreten. Come on. Huey? Was soll ich jetzt mit diesem roten Gottesstein anfangen eigentlich? Weiß ich nicht. Aber ist egal. Ich werde zuerst mal speichern und dann werde ich sagen, Leute, das war's für heute mit Haunting Ground. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!